Hey Leute, auch PayPal wirft Alex Jones in Infowars aus ihrem Service. Damit treten die natürlich in die Fußstapfen von Facebook und Twitter und YouTube und Spotify und den ganzen anderen Plattformen, die Infowars und Alex Jones in den letzten Monaten von ihrer Plattform geworfen haben. Und ich finde, man probiert gerade Alex Jones systematisch zu zerstören. Weil die ganzen Plattformen, die ganzen sozialen Medien, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, die waren natürlich dazu da, um erstmal Alex Jones digital zu isolieren. Dass du im Prinzip Alex Jones abschneidest von der Möglichkeit, mit Leuten zu kommunizieren. Dass du ihn einfach von diesen ganzen riesigen Plattformen wirfst, wo Millionen, aber Millionen Menschen sind und man eben ihm somit systematisch die Reichweite nehmen wollte. Und jetzt probiert man durch die Sache mit PayPal seine Einkommensquelle zu zerstören, um ihn schlussendlich komplett zu zerstören und in die Knie zu zwingen. Weil PayPal ist verantwortlich für die Verarbeitung der ganzen Sachen, die zum Beispiel in Infowars Online-Store stattfinden. Also er verkauft natürlich alle möglichen Sachen, er verkauft Supplements, er verkauft Infowars-branded Apparel, also verschiedene Kleidungsstücke, natürlich Merchandise, also T-Shirts mit irgendwas drauf und so weiter und so fort. Und natürlich auch viele Spenden, die er von seinen Supportern bekommt. Also natürlich, wenn er Spenden annimmt, dann macht er das typischerweise auch über PayPal. Also PayPal wirft ihn jetzt aus ihrem Service sozusagen und die haben jetzt 10 Business-Tage, also 10 Werktage, um einen neuen Verarbeiter dieser ganzen Einkäufe und also um einen neuen Payment-Processor zu bekommen, also eine neue Plattform, die im Prinzip diese ganzen Bezahlung verarbeitet und so weiter und so fort. Und natürlich, PayPal ist mit Abstand der Marktführer, also es ist nicht so einfach, eine andere Plattform zu finden, mit der man seinen Online-Store betreiben kann. Und natürlich, er hat den Online-Store eingerichtet vor vielen Jahren, um einfach seine ganze Medienoperation, die er aufbauen wollte, zu finanzieren. Weil natürlich, er braucht jede Menge Geld, um Leute einzustellen, die für ihn researchen, die ganzen News durchgehen. Natürlich auch Reporter, wenn irgendwas passiert irgendwo, dann kann er die hinschicken und so weiter und so fort. Leute, die Show für ihn machen, die ganzen Producer, die mit der Kamera umgehen können, die einfach seine ganze Show produzieren. Er braucht dann natürlich jede Menge Leute dafür. Und die verursachen natürlich auch Kosten. Und deswegen hat er das eingeführt vor vielen Jahren, dass er eben Möglichkeiten probiert hat, sich aufzubauen, um Geld zu verdienen, um seine Medienoperation einfach zu vergrößern und aufs nächste Level zu bringen. Und indem PayPal jetzt sagt, hier, ihr habt jetzt 10 Tage Zeit, 10 Werktage, um eine neue Plattform zu finden, die für euch diese ganzen Sachen ermöglicht, die euren ganzen Online-Shop ermöglicht, so, das ist natürlich ein riesiger, herber Schlag, den man ihm probiert dazuzufügen, weil man will einfach somit systematisch seine kompletten Einnahmequellen zerstören und es verursachen im Prinzip, dass er diese ganzen fixen Kosten hat, diese ganzen Kosten, die er jetzt bezahlen muss permanent für das Studio, für die Leute, die er angestellt hat und so weiter und so fort. Und jetzt aber ihnen sagen hier, wir kappen jetzt deine Einnahmen. Und das nicht irgendwie, dass du jetzt ein halbes Jahr hast, dich darauf einzustellen, sondern du hast jetzt 10 Tage und wenn du dann nichts findest, dann wirst du einfach ganz drastisch pleite gehen, weil dann hast du einfach keine Möglichkeiten mehr, deine ganzen Leute zu bezahlen und so weiter und so fort. Und sie begründen das natürlich dadurch, dass er angeblich Hass verbreitet hat und Diskriminierung und so weiter und so fort. Und ich meine, ich habe früher ab und zu mal einfach bei Alex Jones reingehört, um zu gucken, was er zu bestimmten Sachen sagt, was er von bestimmten Sachen hält und so weiter. Und ich habe noch nicht einmal in den ganzen Stunden, die ich seine Sachen gehört habe in meinem Leben, ich habe noch nicht einmal gehört, dass er irgendwie zu Hass aufgerufen hat oder Hass verbreitet hat oder zu Diskriminierung aufgerufen hat oder zu Straftaten aufgerufen hat. Nichts davon. Das habe ich noch nie einmal gehört von ihm. Noch nicht einmal. Und jetzt kommen diese ganzen Plattformen und wollen ihm wegen sowas im Prinzip, ja, also wollen ihn wegen sowas im Prinzip systematisch zerstören. Und ich finde auch, man probiert ein Exempel an ihm zu statuieren. Zuerst eben, indem man ihn digital isoliert und seine Reichweite zerstören will und dann, indem man gleich danach seine Einkommensquelle zerstören will. Und man muss sich einfach vor Augen halten, dass sie es mit jedem machen können. Also, die können zu jedem gehen und sagen, hier, wenn du jetzt über die falschen Dinge redest oder die falschen Sachen sagst oder die falschen Sachen anzweifelst, so, es kann einfach mit jedem passieren, es kann bei mir passieren, so, wenn PayPal sagt, hier, wir nehmen deine Spenden nicht mehr an oder wir übertragen deine Spenden nicht mehr, wir verarbeiten die nicht mehr oder wenn ich von YouTube geworfen werde oder von Facebook oder von allen diesen Plattformen gleichzeitig, wie es bei Alex Jones der Fall war, so, das können die mit jedem machen und die können damit jeden systematisch zerstören. Auch Leute, die viel, viel größer sind als ich, die können jeder Person jetzt sagen, du redest nur über Sachen,
über die wir sagen, dass du reden darfst. Und wenn du über irgendwas anderes redest, so, dann können wir dich einfach fertig machen. Und es gibt eigentlich nichts, was du dagegen machen kannst. Und wir sehen es auch hier nochmal, das ist noch ein paar Tage jetzt her, vom 10.9. ist es hier, wo eben auch die App, die Alex Jones hatte, aus dem App Store geworfen wurde. Auf Android ist sie noch für den jetzigen Zeitpunkt zu finden, aber eben Apple hat diese App aus ihrem App Store geworfen und hat eben gesagt, hier, das ist objectionable Content, also irgendeine wirre, undefinierte, schwammige, willkürliche Aussage hier, wir finden einfach das nicht cool, was du machst und deswegen werfen wir dich jetzt hier raus. Google Play Store ist wahrscheinlich auch nur noch eine Frage der Zeit. Und dann wird man eben da auch rausgeworfen oder wird er da auch rausgeworfen. Und wir sehen immer wieder, wenn die darüber reden, also beziehungsweise wenn die es begründen, warum die ihn zensiert haben, es wird immer wieder auf diese ganze Sandy Hook-Sache, ja, darüber, also das damit begründet oder darauf verwiesen. Und ich meine, erstes Mal bei dieser ganzen Sandy Hook-Sache ist eine Missrepräsentierung, zumindest teilweise, was er gesagt hat. Und zweitens ist es ewig lange her, dass das passiert ist. Also hätten die alle so ein riesiges Problem damit gehabt, was er darüber sagt. So, die hätten ihn ja vor 2, 3 Jahren, wann das auch war, schon dann im Prinzip von ihren Plattformen werfen können, wenn das wirklich für sie so schlimm wäre. Aber auf einmal, ganz zufällig, haben all diese riesige Plattformen in genau dem gleichen Zeitpunkt ein Problem mit einer Sache, die Jahre her ist. Und das haben die alle gleichzeitig gehabt. Und alle, ja, alle haben es nicht hingekriegt, darauf eher zu reagieren, sondern die haben alle erst gewartet ein paar Jahre und dann gleichzeitig haben die alle ein Problem damit. Also, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das ist offensichtlich eine organisierte Aktion. Das ist völlig absurd, dass die alle so viele Jahre im Nachhinein, aber dann gleichzeitig ein Problem damit haben. Und ich meine, Meinungsfreiheit ist auch, Sachen anzufragen, Sachen zu hinterfragen oder offizielle Tathergänge zu bezweifeln. Und ich meine, seit wann ist es dann auch eine schlechte Sache für sich selber zu denken und Sachen zu hinterfragen und skeptisch zu sein, anstatt irgendwie alles zu fressen, was man irgendwie erzählt bekommt von den Medien oder von der Regierung oder was auch immer. Also es ist doch nichts Schlechtes, einfach ein paar Sachen zu hinterfragen und sagen, hier, das sieht für mich irgendwie ein bisschen nicht koscher aus oder das bezweifle ich an. So, das ist doch völlig okay und das ist doch völlig richtig so, dass Leute das machen. In welcher Gesellschaft wollen diese Menschen denn leben? Also gut, fragt er rhetorisch. Natürlich, die wollen in einer Gesellschaft leben, in der niemand mehr Sachen anzweifelt, die die Regierung sagt oder die Medien sagen, sondern die wollen halt, dass alle einfach das glauben, was die Regierung und die Medien sagen. Und das ist einfach eine völlig Orwellsche Vorstellung. Und man muss auch nicht bei allen Sachen zustimmen, die Alex Jones sagt. Ganz im Gegenteil, so, das mache ich auch nicht. Aber deswegen hat er trotzdem das Recht, das zu sagen. Und es ist einfach eine völlig absurde Sache, dass er jetzt von all diesen Plattformen geworfen wird und jetzt eben auch PayPal kommt und sagt hier, wir zerstören einfach auch deine Einnahmequelle und du kannst nichts dagegen machen. Und wie so oft sind für mich die Lösung für solche Probleme, die Lösung für solche Zensur, wie hier bei PayPal oder wie bei Facebook, Twitter, YouTube und Spotify, dezentrale Alternativen. In dem Fall wäre für mich natürlich Bitcoin die Alternative für ein Netzwerk, wo du Geld übertragen kannst, ohne dass du Sachen wie PayPal brauchst, wo du keine dritten Institutionen brauchst, sondern wo du Geld direkt übertragen kannst an andere Personen und es gibt eigentlich nichts, was irgendjemand dagegen machen kann. So. Und wo du auch nicht ausgeschlossen werden kannst. Also du kannst von Bitcoin nicht ausgeschlossen werden. Dir kann niemand sagen, hier, du bist jetzt auf Lebenszeit von dem Bitcoin-Netzwerk irgendwie verbannt oder so, oder du wirst da gelöscht. Das geht überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht möglich, weil es keine einzelnen Institutionen gibt, die Bitcoin kontrolliert. Also, du kannst nicht ausgeschlossen werden. Du brauchst die Erlaubnis von niemandem und entsprechend kann dir auch niemand die Erlaubnis entziehen. Und dann will ich natürlich noch über so eine Nachricht reden, die zeigt auch, wie widerstandsfähig Bitcoin allgemein ist und Krypto auch allgemein ist. Denn nutzt immer mehr Möglichkeiten, Kryptoüberweisungen zum Beispiel per SMS zu übertragen. Und das ist in Ländern wie Venezuela sehr, sehr interessant, wo die Währung einfach gerade völlig am Kollabieren ist und wo die Leute sich natürlich nach Alternativen umschauen. Und Kryptowährungen sind da natürlich eine mögliche Alternative. Und das Interessante daran ist, wenn wir uns mal vorstellen, was eine Bitcoin-Transaktion eigentlich ist oder eine Überweisung eigentlich ist, dann ist es eigentlich nur eine bestimmte Menge an Daten in einer bestimmten Anordnung. Und diese Daten kannst du über alles übertragen, über die du halt Daten übertragen kannst, also über jedes Medium, über das du Daten übertragen kannst. Also theoretisch könntest du auch eine Bitcoin-Transaktion, wenn du weißt, wie die aufgebaut ist, du könntest sie auf einen Zettel niederschreiben und dann könntest du diesen Zettel einer Person geben, irgendwo im Ausland vielleicht, und sagen, hier, tipp die mal in dieses Programm, in deinen Computer ein und dann kannst du damit die Bitcoin-Transaktion sozusagen mit dem Netzwerk verbinden und digital machen. Also alle Möglichkeiten, wie du Daten übertragen kannst, können dazu genutzt werden,
um Bitcoin zu übertragen. Theoretisch könntest du auch eine Bitcoin-Transaktion an eine andere Person per Morsecode weitergeben und diese Person ist dann mit dem Bitcoin-Netzwerk verbunden und kann diese sozusagen weitergeben. Oder du könntest Bitcoin, wie gesagt, hier eben auch per SMS, wie das hier in der Nachricht ist, machen, dadurch übertragen. Du könntest Bitcoin auch per Satellit übertragen, also dass du im Prinzip deine Internetverbindung per Satellit hast. So, dann kannst du natürlich das auch relativ einfach per Satellit übertragen. Du könntest Bitcoin auch per Radiowellen übertragen. Auch das wurde schon gemacht, dass du im Prinzip die Informationen, die eine Transaktion sind, einfach per Radiowellen an eine andere Person überträgst und die wiederum gibt es weiter an das Bitcoin-Netzwerk. Oder du könntest das Ganze auch per E-Mail machen. Du könntest irgendeiner Person eine E-Mail schicken mit den Transaktionsdaten, die gibt es dann weiter und fertig. Also, das ist eine richtig, richtig coole Sache, weil das zeigt einfach auch, wie schwer es sein wird und sein könnte, Bitcoin zu unterdrücken und Bitcoin zensieren zu wollen. Weil, wie willst du diese ganzen Medien der Übertragung kontrollieren so? Also, der Staat kann ja niemals alle E-Mails kontrollieren. Der Staat kann niemals diese ganzen Radiowellen und so. Wie willst du verhindern, dass Leute Radiowellen übertragen? Also, das ist ja, weißt du, die Tyrannei, die einfach möglich oder nötig wäre, um zu verhindern, dass Leute Sachen per SMS verschicken, meinetwegen per verschlüsselter E-Mail auch und so weiter und so fort. Das ist ja überhaupt nicht, also, ich glaube nicht, dass der Staat in der Lage ist, das zu verhindern. Also die Technologie ist einfach schon viel weiter in Sachen Verschlüsselung, in Sachen Übertragungsmöglichkeiten. Das ist der ganze Sinn und Zweck des Internets, Daten zu übertragen. Und der Staat müsste das komplette Internet abschalten. Und ich glaube nicht, dass das möglich sein wird, weil jeder von uns nutzt jeden Tag das Internet. Also du kannst nicht einer Gesellschaft, die jetzt schon seit Jahrzehnten das Internet nutzt, dann irgendwann sagen, hier, ihr habt jetzt keinen Zugriff mehr auf das Internet. Die restliche Welt hat weiterhin Zugriff auf das Internet, aber euch erlauben wir das nicht. Also ich glaube nicht, dass das möglich ist, dass der Staat das durchsetzen kann. Klar, du kannst es vielleicht bei Nordkoreanern machen, in der schlimmsten Diktatur unserer Zeit heutzutage. Die hatten aber auch noch nie Internet. Also die wussten nicht die Vorteile davon und dann wurde es auf einmal verboten, sondern die hatten es halt nie. Aber wir hatten schon das Internet. Jeder nutzt das Internet tagtäglich, sei es soziale Medien oder YouTube oder Online-Shopping, was man macht, oder man hat irgendeine Frage, man will sich über irgendwas belesen, dann googelt man das und so weiter und so fort. Jetzt einfach zu sagen, wir schaffen das Internet jetzt wieder ab. Und ich meine, große Teile unserer Wirtschaft sind mit dem Internet verkoppelt und so weiter und so fort. Also, das wird nicht passieren. Das Internet wird nicht wieder abgeschafft werden. Und entsprechend wird es immer Möglichkeiten geben, Bitcoin zu übertragen. Und das macht es natürlich auch super, super zensursicher. Und das wäre natürlich auch die Lösung für sowas und verschiedenste soziale Webseiten wie Steemit oder gar.ai oder was gibt es da noch alles? DTube und dieses ganze ZeroNet, was ich letztens schon im Video angesprochen habe. All die Sachen wären natürlich auch eine Alternative und eine Lösung für diese ganze Zensur, die Alex Jones hier erfahren musste bei Facebook und YouTube und Twitter und Spotify und so weiter und so fort. So, das war's von mir. Peace.